Moinsen, alle zusammen, zurück hier bei Minecraft. Einmal die Woche, wie immer. Kennt das ganze Spielchen? Wow. Oh, wo ist sie denn schon? Über den Korb. Komm her, du Mistvieh. So, unser Plan am heutigen Tag wird es sein, in den Nether zu gehen und uns endlich unser Glowstone zu holen. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Sachen. Ich hoffe gerade, nein, nicht mehr genug Rubine zu haben. Selbstverständlich nicht. Genau, hier hatte ich ja alles zugemacht, richtig, unser Haus sollte gesichert sein, ihr habt ja schon mal mitbekommen, dass ich so ein bisschen Panik vor Zombies habe, die dämlichen Drecksviecher. So, und dann werden wir uns unser Glowstone holen und mit dem Glowstone können wir uns endlich mal ein paar vernünftige Sachen herstellen. Darunter sind dann zum Beispiel, also erstmal nehmen wir uns eine Menge Steine, warte, erstmal machen wir Taschen leer, so. Gehen wir das Ganze hier mal geordnet an. Taschen leer machen. So, halt, Wassereimer kommt natürlich gleich wieder mit. Selbst natürlich. Was zu essen sollten wir uns auch mitnehmen. Axt und Spitzhacke, nie verkehrt. Und entsprechend Steine. So. Ja, mal einige davon. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir uns ein paar Wege bauen müssen und das Ganze möglichst sicher. Ich habe nämlich keinen Bock, von einem Gast überrascht zu werden, der da nach wie vor noch rumfliegt. Und jetzt wollen wir gerade schauen, was suche ich noch? Stöcke brauche ich noch. Ja, ich nehme jetzt einfach mal komische rosane Stücke. So, damit wir uns noch zwei Schwerter basteln können. Wofür auch immer wir die brauchen werden. Wir haben den Wassereimer wollten wir noch. Genau. Die nehmen wir einfach zur Not mal allesamt mit. Dann, genau, was zu essen wollten wir mitnehmen. Ich habe zwar gar nicht vor, so lange da zu bleiben, aber man kann nie wissen. Ich habe mit dem Nether die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Dementsprechend werde ich mich einfach mal ausrüsten, wenn der Kram verloren geht, sei es drum. Außer das hier, das bleibt hier. Dafür bauen wir uns jetzt zwei neue Schwerterchen. Ich habe schon einige Male sämtliche Gegenstände im Nether verloren. Deswegen bin ich da mittlerweile einfach etwas vorsichtig. So, ihr kommt dahin. Du kommst dahin. Ja, ich sortiere das jetzt brav. Ausnahmsweise mal. Oha, guck mal da, eine Glasscheibe. Was will die denn noch da? Du kommst da rein. So. Draußen ist es taghell. Wunderbar. Zeit für uns zu gehen. Ey, du bleibst zu. So. Und dann schauen wir mal, was uns denn hier so erwartet. Okay, wir fangen direkt mal mit stopp. Ich brauche Obsidian und ein Feuerzeug. Haha. Das ist noch so eine Sache, die mir passiert ist. Dieser scheiß Gast kann nämlich so ein blödes Portal ausschießen. Und dann ist man im Kaneter gefangen und man muss sterben, um rauszukommen. Oder man hat entsprechend die Sachen dabei. Habe ich noch ein Feuerzeug? Perfekt, ich habe noch eins. Aber ich werde vermutlich kein Obsidian haben. Zumindest nicht genug. Wie viel brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück brauche ich. Minimum. So, und das auch nur dann, wenn ich mich nicht verhaue. Turtle. Eine reicht. So. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, dass wir irgendwo Lava finden. Sollte da unten bei uns in der Höhle gar kein Problem darstellen. Na, ich habe natürlich keine Kohle dabei. Ja, ja, knurr du da unten ruhig mal rum. So, nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Ja, um die Turtle anzutreiben, ganz recht. So. Wir wollen ja richtig ausgestattet sein, nicht wahr? So, oder? Nee, ich glaube nicht, dass mein Zauber schon reicht, um Obsidian abzubauen. Würde mich auf jeden Fall sehr wundern, tatsächlich. So. Ah ja, dachte ich doch. Komm, hau ab. Hier unten dürfte... Oh, gar nicht so viele Zombies, wie ich dachte. Ein Geschenkeblock. Ja, ja, komm. Geh weg.
So. Ah, guck mal, hier haben wir doch noch einen. Turtle, 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 Turtle. Und noch mehr Turtle. Hey. Ach, da oben. Du kommst aber nicht raus. Du kommst da nicht raus. So ist brav. So, so. Tunnel 1. Reicht das schon oder macht er nur die Seite hier? Na, er macht nur die Seite hier. Dann machen wir Tunnel 2. Ah ja, das sieht mir einer an. Da haben wir doch schon unsere Lava. Hier, Saftsäcke da. Könnt ihr knicken. So. Ah. Seht ihr? Seht ihr? Diese Drecksviecher. Schleichen sich an und denken, ich würde es nicht mitkriegen. Nur nicht explodieren. So. Immer schön alles im Auge behalten hier. Tunnel 2 und Kohle da rein. So. Warum ich das so umständlich mit Turtle mache? Ganz einfach, es ist günstiger, als sich eine Diamantaxt dafür zu bauen. Spitzhacke. Und ja, mir ist bewusst, dass diese Spitzhacke nötig war, um die Turtle zu bauen, aber bei der Turtle geht sie wenigstens nicht kaputt. So, jetzt haben wir unser Obsidian. Genug, um uns im Notfall noch ein Portal bauen zu können. So, soll mir jemand sagen, ich würde nicht an alles denken hier. Mann, Mann, Mann. Soll ich mir noch einen Bogen basteln? Ach was. Muss ich gleich nur, wenn ich im Nether bin, erstmal schnellstmöglich von dem Portal entfernen. Damit mir das nicht kaputt geschossen wird. So und so. So sollte das Ganze hinhauen. So, zu mit dir. Okay, und los geht's. Uiuiui. Ich merke das schon, das geht voll in die Hose. Aber ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Auf geht's! Schabim. So, jetzt bauen wir uns hier erstmal gerade eine sichere Zone. Wow. Yep, so viel zur sicheren Zone. Komm, wo bist du, Scheißvieh? Ich vertraue dir nicht. Nicht mal so ein bisschen. Komm, von wo aus schießt du? Irgendwo läufst du doch rum. Oder fliegst du besser gesagt rum. Okay, wir bauen nämlich unser Portal hier jetzt ein. Quasi in einen Tunnel. Hoppala. Ey. So. Damit ich hier gefahrlos rein und rauskommen kann. Und dann kann der Gast mich nämlich immer muschele, der hier durch die Gegend eiert. Wow. Ist ja ein Ding. So, schon haben wir einen Stack verbraten. Aber wir wissen, dass das Vieh noch irgendwo rumeiert. Aber wo genau ist die Frage? Den Glowstones, da würde ich gerne. So, ich sollte mal eher den schwächeren Zauber nehmen. Und dann laufen wir jetzt einfach mal darüber und bauen uns da vorne ein Türmchen. So, hier sind wir schon relativ gut positioniert. Hoffe ich nur mal. Ah, geil. Ey.
habe nämlich auch so ein wunderbares Talent, von den Dingen hier runterzufallen. So, ich werde das gleich einfach unten alles einsammeln. Ey, komm schon. Geht doch. So. Ich nehme mal mit. Zack. Steine haben wir schließlich auch keine zu verschwenden. Hey. Und raus da. Oh, da liegt noch einer. So, au, 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 au. Oh, fuck, ich bin ja hier am Verhungern. Sag mir das doch mal einer. So, jetzt bauen wir uns hier noch gerade ein Mäulchen drumrum. Bäh. Komm, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. So, mal schnell was futtern. Damit sich unser Leid wieder auflebt. Eieieiei. Jetzt hatte ich gedacht, es läuft gerade hier so gut. Und scheiße war. So. Zugemauert. Und ja, ich schütze es einfach mal gerade rumsherum. Ringsherum meine ich. Hör. Ey. Dämliche Idee. So. Da kann ich das auch abbauen? Ha, kann ich auch abbauen, geil. So. Können wir uns hier einen Eingang machen. Hier rauf wollte ich aber jetzt gerade nochmal. Um tatsächlich ringsherum das Obsidian zu verdecken. Ich weiß im ehrlichen Sein nicht mal, ob und oder wie viel das bringt. Aber Versuch macht klug. So. Jetzt brauche ich erstmal. Ja, ich bin ein totaler Schisser. Ganz recht. So. Jetzt kann man wieder zurückgehen. Einwandfrei. Wir haben unser Glowstone. Den werden wir nämlich auch noch für ein paar andere Sachen brauchen. Unter anderem für die Beleuchtung in unserem Haus und solche Geschichten. Sieh mal. Ey. Hier ist auch schon wieder dunkel. Also wollen wir mal zusehen, dass wir schnell in unser Häuschen reinkommen. Bevor wir, hey, von irgendwas überfallen werden. Zack und zack. So. Hemdi. Wie viel haben wir denn? 47. Ja, das reicht doch erstmal. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, verhaspelt. Na klar. So, Entschuldigung. ihr merkt, die Erkältung nagt immer noch ein klein wenig an mir. Aber das soll euch nicht weiter kümmern. So. Und endlich das Jetpack. Das wird zwar jetzt noch. Ey. So, das da will ich sehen. Was soll denn das immer? Wieso ist das eigentlich noch an? Du sollst mir gar nicht angezeigt werden. Und du auch nicht. Wieso wirst du mir angezeigt? Setze Spielmodus auf kreativ. Nö. So. Kann ich jetzt noch? Nein, sehr schön. Wie sieht es jetzt aus hier? Na, mir wird immer noch das Falsche angezeigt. Naja, gut. Also, wir brauchen die Badbox. Dafür brauchen wir 3 Batterien. Pro Batterie brauchen wir 2 Zimthüllen. Heißt also 1 Zinnbarren, 2 Zinnbarren. 2 Zinnbarren pro Batterie. Heißt 3 Batterien, 2 Zinnbarren, 3 Batterien, 6 Zinnbarren. Allein schon für die Platten. Wie viel Zinn haben wir denn überhaupt? Ah, sieh mal einer an. Wir haben noch 4 Platten. Sehr nice. Und wir haben sogar noch ein Kabelchen. Das ist doch schon mal sehr gut. Das kommt noch in den Zerkleinerer. Und ihr kommt einfach so mal mit. Schauen, habe ich überhaupt noch einen Hammer? Habe ich noch. Da werden wir uns zwar auch noch früher oder später ein Werkzeug verbauen. Beziehungsweise in Gerätschaft, damit wir das nicht mehr brauchen. Dann schauen wir mal noch der Seitenschneider. Den werden wir brauchen. Redstone werden wir brauchen. Davon früher oder später noch en masse. Da müssen wir uns irgendwann mal
Was Farben gehen von? Elektrischer Ofen, Kompressor, zerkleinerer. Ihr kommt da rein. So, ihr zwei werdet noch zerhämmert. So, ich brauche... Ach, warte mal. Ja, das ist... Uiuiui. So, zwei Batterien. Das Ganze wird ein bisschen knapp. So. Was sieht man an? Steine. Zack und zack. Und da haben wir die dritte Batterie. So. Jawohl, jetzt brauchen wir nämlich noch die Zinnkabel. Die wir jetzt hoffentlich hier raus genug kriegen werden. Kautschuk brauchen wir noch. Haben wir noch Kautschuk? Kautschuk haben wir an, was? Haben wir auch noch Gummi? Jawohl, vier Stück reicht uns doch schon. Ach nee, das sind die Gummiriegel. Sind das die, die wir brauchen? Ich glaube schon. Werden wir jetzt sehen. Halt, stopp. Werden wir jetzt sehen. So. Ja, sehr schön. Gut, die Batterien können wir schon mal bauen. Das ist doch schon mal viel wert. 1, 2, 3, 1, 11. So. Sehr schön. Das heißt, also das können wir uns schon mal bauen. Ein Zinnkabel haben wir übrig, jawohl. Jetzt brauchen wir noch die Holzbretter. 1, 2, 3, 4, 5 Stück waren das. So, von der Batterie werden wir uns früher oder später noch eine bauen. Ganz einfach, weil es wesentlich einfacher ist, dann das Jetpack aufzuladen. Muss ja immer wieder mit Energie aufgeladen werden. So können wir das momentan auch in die MFE stecken, die wir da unten irgendwo liegen haben. Aber wie gesagt, früher oder später wesentlich einfacher, wenn wir hier oben eine Bedbox haben. So, jetzt brauchen wir Kupfer. We need Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir denn noch? Ui. Uiuiuiui. Das wird knapp. Oder? Wie viel? Warte mal, wie viel brauchen wir denn jetzt davon? Wir brauchen Kupfer. 6 Stück. Ha, wir brauchen 6 Stück. Wunderbar. Hihihi. So. Und nicht genug Gummi dabei. Ach ja, ihr wisst ja, die Herstellung von Items mit mir ist immer wieder eine Herausforderung. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal massig Kautschuk mit, weil wir es früher oder später eh brauchen und wir haben genug davon auf Lager. Halt, da musst du hin. Toll. So, das reicht uns jetzt hier gerade erst einmal. Du kommst da... Nein, du kommst da oben hin. So. So. Eisen. Mensch. Ich brauche dringend... dringend was anderes, so. Nee, es gibt so eine tolle Werkbank, die man sich bauen kann für das Logistiksystem hier. Für die Logistikpipes. Der sagt man quasi einfach nur, was man sich bauen will, und der schickt einen die Items dafür raus. Bauen muss man das zwar dann auch selber, sprich also die Items da oben reinsetzen und so, aber er sagt einem quasi genau, was man dafür braucht. Das gleiche gibt es auch noch für das ME-Lagersystem, das wollte ich vielleicht nochmal irgendwann für euch ein Tutorial machen. Allerdings weiß ich gerade noch nicht so ganz genau, wann ich den Nerv dazu habe. Denn, und ja, wenn man die Items erstmal hat, ist das System per se relativ simpel. Aber bis man die Items dafür hat. Deswegen wird das vermutlich auch in Form von einem Creative Game sein, wenn ich euch das zeige. Lapis Lazuli fehlt uns selbstverständlich noch. Weil es ist schon effizienter als die Logistik-Pipes. Und man kann, glaube ich, am Ende des Tages wesentlich mehr damit anfangen. Aber es ist teuer, also da darf man sich nicht vertun. Was war das jetzt? So. Sehr schön, den haben wir schon mal.
Dann fehlt uns ja nicht mehr viel. Uns fehlen nämlich jetzt nur noch 4 Item-Eisenhüllen. Ah, so und so und 1, 2 und zack und zack und zack, 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 zack. Oh, geil. Jetpack. Nice one. So, jetzt müssen wir kurz noch hier in unsere MFE, die wir dastehen haben. Und da schmeißen wir unser Jetpack jetzt rein. Und es füllt sich langsam aber sicher mit Energie, wie ihr seht. Ey, du solltest doch raus sein. Du Drecksling, komm her. Du hast hier gerade nicht zu laufen. Na komm, lade dich auf, lade dich auf. So, wie ihr seht, das ist also ziemlich nervig, wenn wir deswegen jedes Mal hier runterlaufen müssen. Zumal der ziemlich langsam auflädt, habe ich gerade irgendwie das Gefühl. Aber nun gut, so sei es. Und der Nachteil ist ja, wir müssen unsere Rüstung dafür aufgeben, aber dafür aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Wuhu! Wui! Das macht eine Menge Sachen wesentlich einfacher. Nicht nur das Reisen, sondern auch das Fallen in eventuelle Turtellöcher. Und so. So, wenn man jetzt dann auch noch ein Bett dabei hat. Weiß ich, irgendwie konnte man hier auch noch so einen Hover-Mode einstellen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie. Oh nein, auf H war es nicht. Wie war das denn? Man musste irgendwie, während man fliegt, irgendeine Taste drücken. Aber ihr seht, also es verbraucht sich relativ langsam. Man kann eine ganz schöne Strecke damit fliegen. Und von daher ist das Ganze eine echt geile Sache. So. Als nächstes, jetzt wollte ich nochmal gerade schauen, was mich ein Energietisch kostet für die Energierüstung. Energie, maximale Energie. Energiebasteltisch. Oh toll, ein Smaragd. Ansonsten gar nicht so teuer. Den Smaragd zu bekommen ist nur immer wieder so eine tolle Sache. Den kann man sich oftmals bei irgendwelchen Hyopies einfach ertraden. Das Problem ist, dafür müssen wir irgendwo ein Dorf finden. Da machen wir uns mal auf die Suche. Ja, komm, wir machen uns mal auf die Suche. So, euch alle brauchen wir erstmal gerade nicht mehr. Vielen Dank für euren Einsatz. Ihr habt ausgedient. So. Du kommst allerdings noch mit. Das kann nämlich trotzdem nie schaden, wenn man unterwegs ist. So, erstmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht sehen wir schon mal irgendwo ein Dorf. Da hinten haben wir Lava, jede Menge Wasser. Oh, da. Oh, 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 stimmt. Da hinten war ja eins. So. So, weil wir mit der Energierüstung werden wir uns ein paar Stiefelchen basteln. Und mit diesen Stiefelchen können wir dann sehr schnell laufen. Ganz zu schweigen von dem Rest der Rüstung, der uns wesentlich resistenter gegen Schaden macht. Wow. Man muss halt aufpassen mit dem Jetpack, dass wenn man so fliegt und so schnell fallen kann, dass man da nicht mal ganz plötzlich ziemlich fest auf dem Boden donnert. Das sind immer geile Grafikbugs. Da sieht man immer schön unterirdische Höhlensysteme, wie da hinten. Was ziemlich gebaut aussieht, aber ich gehe mal davon aus, es sind irgendwelche Minen oder sowas. Eisenbahntunnel quasi. Ich habe mal Angst, hier zu landen. Ich weiß, wenn da eigentlich... Au! Ja, vielen Dank nochmal. Versuchen wir es einfach. Nee, da bleiben wir dran hängen. Ich habe mir Schiss, dass das ganze Spiel dabei abschmiert. Was bist du hier für einer? Komm mal her, geh mal hier oben rein. Kletter, kletter, kletter. Oh, oh! Warte mal, will er einen Smaragd oder will er dafür Melonen? Egal, ich habe beides nicht. Depp. Mensch. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal über unsere riesige Schlucht hier drüber. Wo halt eben ein Schaf runtergefallen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Du willst... Oh, Brot haben wir da. Och, Menno, oder kriege ich Brot für den Smaragd? Ich check das bei den Dorfbewohnern noch nicht. Ich habe bei denen noch nie was getauscht. Aber so wie das aussieht, wollen die alle einen Smaragd haben. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch nie einen Smaragd gefunden.
Und er tauscht auch noch nicht. Ich habe das immer einen Kumpel machen lassen, von dem habe ich mir den dann geklaut. Das war immer etwas einfacher. 3 Smaragd für ein Feuerzeug. Was willst du? Goldbeerbusch. Yeah. Okay, also irgendwer will das hier anscheinend ins Markt vertauschen. Ich weiß nur nicht, wer, wie oder wo oder wann. Hundezunge, Igitt. Ah ja, Typ, du bist widerlich. Die Geräusche kann ich ja schon mal gar nicht leiden. Irgendwo noch einer. Kommt schon. Finden wir hier vielleicht auch irgendwas Interessantes? Nö. Interessantes gibt's hier nicht. Logischer Matrix-Programmierer. Kann man sich sowas basteln? Was kostet das denn? Logischer... Na, sieh mal an. Dunkle Eisenbahn. Leere logistische Matrix. Kristallisier... Ja, mach du mal. Ich suche in der Zeit mal hier weiter. Du willst Steaks. Ha! Für Steaks gibt's einen Smaragd. Oder für Smaragd gibt's Steaks. Du willst rohes Rindfleisch. 17 Stück. Okay. Typ, ich bin dein Mann. Okay, wo sind Rinder? 17 Stück. Okay, ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn wir uns eine Rinderfarm aufbauen. Wie das aussieht, werde ich das Vieh allerdings vom Arsch der Welt her locken müssen. Ach Gott, das wird doch ätzend hier. Was hatte ich jetzt vor? Genau, ich wollte mir Getreide um zu mitnehmen, weil irgendwo mit müssen wir die Rinder locken. So, das kann ihm sowieso nicht schaden hier. Damit kann ich mir dann Brot machen, wenn ich nicht alles an die Viecher verfüttere. Und wir hatten es ja sowieso vor. So, guck mal hier. Ich bin sogar so nett und pflanze euch den ganzen Kram wieder ein. Hat auch ein bisschen was an Eigennutz, weil dann habe ich hinten immer einen Vorrat, über den ich mich immer wieder freue, wenn ich ihn neu entdecke. So wie jetzt heute, weil so in... Retrospektive betrachtet, habe ich so das Gefühl, ich war schon mal hier in dem Dorf mit euch und bin hier auch durchgelaufen und habe Kisten und so geplündert. Von daher, hey, das ist das Gute dabei, wenn man vergesslich ist. Man freut sich immer wieder über Sachen, die man schon 10.000 Mal entdeckt hat. So, Jetpack ist noch gut voll. Dann werden wir mal schauen. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht irgendwo Rinder entdecken. Map können wir öffnen. Oh ja, da ist sehr viel erkundet. Läuft. Die hatten wir aber schon mal weiter erkundet, habe ich das Gefühl. Da sind noch ein paar Hühnchen. Na komm, Hühnerfleisch kann ja auch nicht schaden, wa? Das Gute ist, bei dem muss man nur die Eier sammeln, um die zu farmen. Ein Apfel. Wer merkt halt hier nach? Das hört sich nach Zombies an. Warum laufen hier Zombies durch die Gegend? Oh Gott, ich sollte zusehen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Wieso ist denn hier... Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich doch bestimmt. Mit welcher Taste kann man das? Was sieht man da an? So, damit kann ich mir alles anzeigen lassen. Was ist das? KHE. Alles klar, läuft. Wow, da hast du die benötigte Berechtigung, diesen Befehl durchzuführen. M und T? Was mache ich denn, wenn ich auf T, wenn ich die Map geöffnet habe? Das wäre mal nice zu wissen. Habe ich nämlich keinen Plan. So, genau. Da haben wir das Dorf. Also ist da hinten irgendwo mein Zuhause. Habe ich recht oder habe ich recht? So, Pferde. Jede Menge davon. Ich wusste, ich hatte irgendwann mal eine Kuh gefunden. Ich hätte sie nicht töten sollen.
Ich wusste es. So, mal ein bisschen futtern wieder. So. Ich mache mir gerade trotzdem mal so ein... Wieso verschwindet das alles wieder? Ist das höhenunterschiedlich? Wow! Okay, sieht so aus. Mal kurz mal in die Steuerung gucken. Gut, hier kommen natürlich jetzt die ganzen Spellbook. Togemana. F-U. Erweckte Rüstung umschalten. Oha. Nein, das war's nicht. Ich hab gedacht, auf U kann ich vielleicht das Jetpack umschalten, weil wie gesagt, es gibt bei dem Jetpack auf jeden Fall auch noch so einen Hover-Mode. Das heißt, also man kann dann quasi Leertaste gedrückt halten, man steigt nicht, sondern hält die ganze Zeit. Also doch, nein. Oder wie war das? Ach genau, es hält die Höhe. Man kann mit Leertaste und X dann steigen und sinken. Und wenn man gar nichts drückt, hält es die Höhe. Was mir persönlich wesentlich angenehmer ist zum durch die Gegend fliegen. Wir haben noch jede Menge Schafe. Ach, sieh mal da an. Da unten haben wir Zuckerrohr. Das nehmen wir uns auch mal mit und pflanzen das irgendwo bei uns an. Ey, sollst du schon einsammeln. So. Kann man immer sehr gut gebrauchen. Ganz einfach, weil wir daraus Papier herstellen können. Papier brauchen wir für unsere Bücher. Und Bücher brauchen wir noch für unsere Zauber. Okay. Jede Menge Schnee. Ich will einen Schneeball einsammeln. Jetzt sammle ich hier nochmal ein. Ich hatte doch schon welche. Okay, langsam aber sicher wird es dunkel. Okay, mein Bett kann ich anscheinend nicht auf Schnee draufstellen. So, und schlafen wir mal ein Ründchen. Damit wir nicht von irgendwelchen Zombies wieder überrascht werden. Das ist nämlich das Tolle, wir werden uns nämlich auch einen Helm mit dieser Rüstung basteln, womit wir dann ein Nachtsichtgerät haben. Es gibt so tolle Sachen, die man mit dieser Rüstung machen kann. Alles, was ich brauche, ist so ein verkackter Smaragd. Für diesen verkackten Smaragd brauche ich jede Menge Rindfleisch. Wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, ich begebe mich mal auf die Suche und wir sehen uns einfach gleich wieder. Beziehungsweise gleich heißt für euch in ungefähr ein paar Sekunden. Aber es würde uns die ganze Sache auf jeden Fall stark vereinfachen. Beziehungsweise euch. Ihr müsst ja nicht mir dabei zugucken, wie ich blöd durch die Gegend eiere und wir einfach zu nichts kommen. Also würde ich sagen, haut rein und bis gleich. So. Mann. Was für eine gigantische Verschwendung meiner Lebenszeit. Also, wir haben unser Rindfleisch. Jetzt müssen wir nur unseren Typen wiederfinden, der uns... Moment mal. Gibst du mir das jetzt ernsthaft für 20 davon? Ist das jetzt dein Ernst? Hexer. Ja. Also. Wir haben unser Rindfleisch und wir haben unseren Smaragd. Ach, NPC. Wirklich, sei froh, dass ich gegebenenfalls irgendwann nochmal was von dir brauche, sonst wärst du jetzt sowas von tot. ja, ich habe auch die Rinder überall gekillt und mir nicht diese Farm hier jetzt aufgebaut, weil ich ganz ehrlich gesagt keinen Bock hatte, die Viecher über diese gesamte Map, mehr oder weniger, jetzt bis in das Dorf hier zu lotsen. Und... etc. pp. Ja, ich hatte auf jeden Fall keine Lust dazu. Jetzt gerade so tatütata. Die Suche selbst ist mir schon am Sack gegangen. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt nur ein paar blöde Weizengersten-Dinger da dafür hergeben musste und mir die ganze Suche hätte ersparen können, ist, naja. Nehmen wir das einfach mal so hin. So. Jetzt nochmal schauen, was der Energietisch kostet. Energie. Ah.
Da haben wir einen Schaltkreis, natürlich. Uns fehlt das Kupfer. Fick dich. Und 8 Eisenplatten. Okay. Eisenplatten kriegen wir hin. Dafür brauchen wir auch noch wieder den Hammer. Da haben wir ihn. Hammer. Und was haben wir noch an Kupfer? Bitte lass uns noch ein bisschen Kupfer da haben, bitte. Ja! Ha! Wir haben sogar genug. Oh yeah, Krankenknarre. So, wir brauchen die Gummiriegel. Habe ich die noch dabei? Oder wo sind die alle hin? Wir brauchen Redstone. Ja, ich weiß, viel zu viel Redstone. Aber okay. So. Ja, komm. Kupfer, Redstone, Gummi. Das haben wir alles. Die Eisenplatten haben wir, den Smaragd haben wir. Okay, das sieht so aus, als könnte das was geben. So, so. Oh, den Seitenschneider. Selbst natürlich. Nein! Ja, genau, Seitenschneider mit SA. Boah. Also manchmal mache ich mir echt Gedanken über mich. So. Du kommst noch dahin. 6 Stück. Wo haben wir denn? Hä? Wir haben es doch. Ah, genau. Da haben wir sie noch. Hatten wir noch gar nicht herausgeholt. So. So, so, so. Immer mit der Ruhe. Eisen. Da haben wir. Und da. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine zusätzliche für die Platine. So, 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 so. Und warum bist du da nicht hingegangen? So. Und dann machen wir einmal den da. Und schon können wir uns. Tada! Ey. Ey. Basismaschinenhülle, richtig? Aus jeder Menge Eisenplatten. Ach so. Tada! Den setzen wir uns hin. Wo setzen wir uns denn hin? Da beziehungsweise da der alleine stehen kann, kommt er, glaube ich, einsam und alleine in seine Ecke. Und da können wir dann später unsere Energierüstung mit bearbeiten. Wichtig für uns, für mich jetzt als allererstes, oh Gott, wir brauchen. Okay, 2 Schaltkreise, nochmal 2 Schaltkreise, nochmal Schaltkreise, nochmal Schaltkreise. Wichtig ist für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so die Brustrüstung. Die kann man zwar geil updaten und der auch ein Jetpack verpassen, ist aber alles in allem relativ teuer. Dementsprechend machen wir uns erstmal Handschuhe und Schuhe. Und ihr seht, so teuer ist die Rüstung selbst jetzt gar nicht. Das heißt, also wir brauchen 6, 12, 24 Kupferkabel. Oh, Backe. Wir brauchen also viel Kupfer. Wassereimer. Jetzt gehen wir uns mal. Jetzt haben wir ja tollerweise unser Jetpack. Weil ich jetzt gleich mal wieder aufladen muss. Das ist nämlich gerade eben bei der Suche etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. So, ihr kommt alle mal da rein. So, 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 so. Ja. Euch brate ich jetzt nochmal gerade. Ihr kommt da mit als kleine Wegzehrung noch zusätzlich. Und dann gehen wir mal auf Kupfersuche. Ey, ich hab doch gar nicht gezaubert. So. Erwartet uns hier unten irgendwas? Nö. Hier ist mir ja schon fast so ruhig, gell? Und wo ist meine. Ach, sieh mal an, ich war schon mal hier unten. Wer hätte das gedacht? Aber. Scheiße, das heißt aber auch, dass ich ja schon sämtliches Kupfer jetzt rausgeholt habe. Jetpack wollte ich aufladen, bevor mir das hier gleich im falschen Moment leer geht. Und ja, auch das ist mir schon passiert. Ist per se nicht schlimm. Man fällt nicht, mir nicht sehe nicht von jetzt auf gleich vom Himmel. Aber,
man sinkt halt langsam, aber stetig. Und wenn das an einer Stelle ist, wo das nicht passieren soll, hat man ein Problem. Also von daher, immer schön darauf achten, dass das aufgeladen ist und dann kann da nichts passieren. Und zack. Irgendwie muss man das doch umstellen können. Lol. Ey, gehst du weg? Okay. 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 Die Tasten sind es nicht. Hörst du wohl auf damit? So. Uiuiui. Wenn man einfach so auf Tasten rumdrückt. Komm schon, muss da irgendwo Kupfer rumfliegen. Habe ich noch Steine dabei? Natürlich nicht so viele. Nehmen wir uns einfach mal gerade welche mit. Ui. Ich habe einen Zombie gehört. Ich mag Zombies nicht. Habe ich ja schon mal erwähnt. Was ich auf jeden Fall schon mal erwähnt habe, ist die Tatsache, dass dieser Zauber wirklich toll ist, weil es uns ganz einfach keine Gegenstände kostet. Genau. Hallo, Typ. So. Nur schon mal ein bisschen ankokeln. Komm, hier machen wir mal einen starken Zauber. Der bringt gegebenenfalls vielleicht ein bisschen mehr EP. Oh Mann, Typ, du sollst mal zielen lernen. Wo schießt du hin? Dudelum. Hallo, Typ. Hihihihi. Tod den Untoten. Stirb. Hihihi. Ey. Wer macht hier noch? Ich grau hier gleich mal zurück. Oh. Ja, vielleicht sollte ich nicht so lautstark sein. Guck mal hier, Kohle können wir uns auch noch wieder ein bisschen mitnehmen. Ach, hallo Typ. Wo kommst du denn her? Einfach wesentlich schneller mit dem Abbauen. Das ist so angenehm. Besser als die ganze Zeit mit dieser blöden Spitzhacke hier rumzupieken. Guck mal, hier haben wir hier sogar noch Zinn. Ne, das ist Aluminium. Bist du auch Aluminium? Du bist auch Aluminium. Ah, sieh mal eine an für... Ey. So. Ah ja, mit dem starken Zauber geht's. Du bist Blei. Du bist Aluminium. Oh oh, widerlicher Creeper. Kommst du mir hinterher? Nee, tut er nicht. So, dann nehmen wir uns halt andere Steine mit. Wenn ihr euch übrigens fragt, die linke rote Leiste zeigt mir an, ihr seht das, die steigt, je mehr ich zaubere. Und je höher die steigt, umso teurer kommt mich dieser Zauber. Das heißt also, mit wiederholtem Einsetzen wird so ein Zauber auch teurer, was das Mana angeht. Kann hier und da mal ein bisschen nervig sein. Hau ab. Hui. Ich hasse diese Creeper. Die können dann nämlich gerne mal auch ins nächste Paralleluniversum befördern. Und ja, das hört sich so im ersten Moment zwar witzig und scherzhaft an. Ich kann euch jedoch versprechen, dass das so garantiert nicht gemeint ist. Okay. Okay. So, machen wir mal dahin. Wusch, 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 wusch. Und einsammeln. Wusch, 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 wusch. Und einsammeln.
Und, na, kommst du her? So. Wasserquelle versieben lassen. Blauer Topas. Silber, Blei, Steinkohle, Eisen. Ich hasse Kupfer, gell? Ich sollte mir echt auch mal eine Kupferfarm bauen. Und ja, das geht witzigerweise. Sogar gar nicht so schwierig. Man braucht im Endeffekt nur die richtigen Bärenbüsche dafür. Dann ist das alles machbar. Das könnte ich vielleicht auch einfach mal schauen. Au! Wo kommst du denn her? Schauen, wie oder wo man Kupfer am besten findet. Ah ja, Zinn nehmen wir uns aber auf jeden Fall immer mit. So. Zinn kann nicht schaden. Eisen nehmen wir uns auch jetzt einfach mal mit. So, wenn wir gerade schon hier unterwegs sind. Ach, jede Menge Zombies. Hau ab. Hallo Typ. Au. Blei, Blei, Blei. Ah ja, Zinn. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Blei nicht. Aluminium. Eisen. Eisen. Eisen, 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 Eisen. Eisen. Und Zinn. Ich stehe auf Zinn. Zinn ist toll. Und Zinn braucht man witzigerweise meistens genau dann, wenn man nicht genug von hat. Deswegen sammle ich pauschal immer alles davon ein. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Mining Turtles wieder laufen zu lassen. Die können mir, glaube ich, schon eine Menge Arbeit ersparen. Vielleicht finden die auch das ein oder andere Mal Kupfer. Sollte ich mir nur vielleicht angewöhnen, die nicht irgendwie so ein Riesenfeld, wie ich es gerade, wie ich es in dem einen Tunnel da bei mir hat machen lassen, durchzubuddeln, sondern einfach auf einem dezenteren Weg. Hua. Stirb. Mr. Hua. Okay, jetzt mal ein kleiner witziger Funfact kurz am Rande. Ich habe gerade keinen Plan, durch welchen Gang ich hier wieder rauskomme. So voll nicht. Da bin ich zu Hause. Also würde ich mal so pauschal sagen. Hinten irgendwo durch. Da oben brennt Licht. Da sind Fackeln von mir. Ah ja, sieh mal an. Hehe, meine Höhle. Wer hätte das gedacht? Hallo Creeper. Verpiss dich, Creeper. Au, was bist du denn für einer? Wasserelementar, okay. Also ja, ich weiß, dass es die gibt, aber mir ist noch nie einer hinterhergelaufen, sagen wir es mal so. Aluminium. So, ein bisschen unkonventionelles Buddeln. So, so. Ein bisschen Verstärkungshauer, kann man ein bisschen Mana verschwenden hier. Aber entsprechend vielleicht auch mal ein bisschen Level dazu gewinnen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn viel EP hat es uns nicht gebracht. Sehr viel weiter sind wir auch nicht gekommen. Super. Gigantomanische Verschwendung von Mana. So. Ach, schon wieder so einer. Au. Au, 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 au. Geh weg. So. Einmal wieder Richtung aufwärts. Aber wenn. Wo ist denn da mein anderer Turtle hin? Wenn die eine nicht mehr da unten ist, irgendwo muss sie doch. Wieso kannst du hier oben noch abbauen? Ich habe deine Stromzufuhr gekappt, Meister. Ach, genau, mein Bett. Sollte ich vielleicht mal wieder hinstellen. So. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder Feierabend. Mal schauen, vielleicht gehe ich noch ein bisschen auf Kupfer suchen, beziehungsweise guck mir erstmal an, wo genau ich am besten Kupfer finden kann. Ach, hallo widerlicher Creeper. Und dann. Hoppala. Oh. Feuer zu Zauber. Zauber zu Teil.
Komm, ich will dich aber töten, ohne dass du verschwindest. Du lässt bestimmt irgendwas Tolles fallen. Okay, du bist weg. Nein, bist du nicht. Wow, 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 wow. So. Ah, ist nie verkehrt, einen Eimer Wasser dabei zu haben. Hallo, Vieh. Oh Gott, du hast echt noch eine Menge live. Naja, wir haben Zeit. Tschubidubidu. Na, komm, schieß, schieß. Ich brauche immer eine Regeneration. So viel steht schon mal fest. So, lässt jetzt irgendwas Tolles fallen? Na toll, außer EP natürlich gar nichts. Super. Ne, wie gesagt, wir machen den Feierabend. Ich guck mal, wo ich am besten Kupfer finde. Vielleicht farme ich das schon mal, dann können wir das nächste Mal direkt mit dem Bau anfangen. Wir sind hier auf jeden Fall schon wieder lang genug unterwegs. Ich möchte mich bei euch einmal wieder fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Hier seht ihr nochmal ein bisschen mein Lager, wie tief das genau runtergeht. Warte mal, ist hier vielleicht irgendwo was an Kupfer, was ich mal für übersehen habe oder so? Haha, geil. wir werden hier aber trotzdem Feierabend machen. Ganz einfach, weil wir lang genug unterwegs sind. Oh, geil, das ist sogar gar nicht mal so wenig hier. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann werden wir uns mal an die Energierüstung dran machen, die wie gesagt alles in einem echt spannend sein kann. Nicht nur kann, sondern meiner Meinung nach auch ist. Und dementsprechend freue ich mich doch drauf, zumal es uns wirklich stark weiterhelfen wird, weil wir uns damit einfach wesentlich schneller fortbewegen können. Und dann können wir auch mal auf größere Touren gehen. Dann ist das Ganze nicht so monoton, wenn wir unterwegs sind. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, denkt dran, immer schön ein Däumchen nach oben, Kommentar da lassen, wie auch immer das ganze Spielchen, ihr kennt es. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.